Elise von Ludwig van Beethoven. Ein kleines Tutorial für den Anfang. Wir nehmen den vierten Finger auf das E, also rechts von den Zwillingen, und den Mittelfinger auf das Dis, das ist die rechte Taste der Zwillinge. Wir machen dann 1, 2, 3, 4, 5. Und der sechste Ton ist das H, also die Taste rechts von den Drillingen. Und dann haben wir hier schon zwischen die beiden Finger, zweiten und dritten, auf den weißen Tasten 3, 2 und der Daumen geht einen zur Seite. Das war's für den Anfang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und jetzt brauchen wir vier Finger, alle bis auf den Mittelfinger, die auf diese vier Tasten gehen. C, E, also wir kreisen die Zwillinge ein, wenn man so will. C, E, zwei freilassen. Und dann zwei Nachbartasten. Das ist der Griff nach dem ersten Motiv. Und dann wandert diese Hand einfach nur zwei Tasten hoch, wenn man so will. Hier auf das E, aufs Gis, also die mittlere der Schwarz der Drillinge, H und C. Dann wird noch einmal das E hier unten gedrückt und dann beginnt das erste Motiv hier oben wieder. Und der Griff geht wieder hier runter dahin. C, E, A, H. Und wieder startet es von dem E, E. Und jetzt würde ich empfehlen, den dritten Finger hier auf das C zu nehmen. Dritter, zweiter, erster. Bis hierhin geht das Tutorial, weshalb ich diesen Finger empfehle. Wenn ihr mal weiter spielt, dann geht es nämlich hier weiter. Deshalb solltet ihr mit dem Daumen hier auf dem A ankommen, um leichter weiterspielen zu können. Einmal noch kurz zum Abschluss. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Griff. C, E, A, H, E, Gis, H, C, E, E, Dis, E, Dis, E, H, D, C, A, C, E, A, H, E, C, H, A. Viel Spaß beim Üben.